Herzlich willkommen zu einer weiteren, einfachen, kleinen Folge Grand Theft Auto 5. NWA im Hintergrund und was machen wir? Es regnet. Ich kann bei Regen nicht fahren. Wir wechseln auf Trevor. Weil... Ich möchte ja keine Mission machen, ich will hier nicht spoilern oder sowas. Mittlerweile haben sich wahrscheinlich die meisten von euch, die das Video hier schauen. Haben sich hundertprozentig auch schon genug andere Videos angeguckt, dass ihr Bescheid wisst ungefähr, was es mit dem Spiel auf sich hat und wie es hier abgeht. Und deswegen werde ich jetzt nichts großartig mehr erklären. Ich habe eine Idee, erstmal, weil... Weil es natürlich regnet, machen wir das Verdeck runter. Wir wollen ja nicht, dass das Verdeck nass wird. So. Ich habe mir gerade auf der Karte einen Ort markiert. Da will ich bitte hin. Wir können auch gerne gleich nochmal bei mir bereits in die Spielstatistiken gucken. Falls euch interessiert, wie weit ich mit dem Spiel bin. Achso, ja, zur letzten Folge. Ja, ich weiß, ich habe mich angestellt wie so ein behinderter Volltrottel. Ja, war ja mal richtig dumm. Hätte mir ja auch vorher sagen können, dass ich mit dem Hoch-Runter-Stick einfach den scheiß Haken da bewegen kann. Aber ich habe das einfach mal gut überlesen ein paar Mal. So. Police Department. Das heißt, die Mission, die war beim nächsten Mal deutlich besser. Also danach habe ich sie dann auch geschafft und mittlerweile kann ich das Spiel und... Perfekt. Das war 10-Punkte-Landung. So, jetzt brauchen wir nur Glück, dass das Teil hier steht. Perfekt. Das ist sowieso die geilste Funktion. LSPD. No hiring. Genau das habe ich mir gerade auch gedacht. What the hell? So, und ich gucke extra nicht hoch, weil ich will euch ja nicht spoilern. Jetzt brauchen wir nur Glück, weil sonst habe ich nämlich ein Problem. Oh, schade. Hier steht eigentlich voll häufig ein Körper. Das war ich nicht. Ja. Da steht eigentlich sehr häufig ein Hubschrauber, den ich eigentlich mal klauen wollte. Schade. Mann. Ich belasse die Parts einfach bei 10 Minuten. Weil, ja... Gucken, was wir machen. Das Auto will ich haben. Guten Tag. Würdest du bitte aussteigen? Halt die Fresse, ja? Hier. Geht selbst. Ach ja, Nearly killed you, deine Mutter. Killt dich, Nearly. Welcher Sender hat hier genommen? Oh, boah, nee, hier. Tupac. Dankeschön. Meet me, motherfucker. Wo fahren wir denn hin? Was können wir denn mal Lustiges machen? Ach komm, wir... Das ist aber ein Stück zu fahren. Das ist dann blöd. Eigentlich will ich nicht so lange fahren. Wir machen mal das hier. So. So können wir ein bisschen ausrasten. Ausrasten. Weg. Yay. Ich kann auch hupen. Meep, meep.
Ja, ich bin gut im Fahren. Das sieht man zwar nicht, aber es ist so. Alter, die Karre hat auch einen Speedhop. Oh, jetzt schön durch die Kurven. Oh. Und wie es scheint, hat die keine Handbremse. Also hat schon, aber... Die Karre sah auch fett aus. Egal, not now. Ich will ausrasten. Ja, meine Frage an euch. Wollt ihr lieber sowas sehen, wie ich einfach mir vorher irgendeine Beschäftigung raussuche und das einfach irgendwie in 10 Minuten durchziehen? Oder wollt ihr lieber so... Ja, gut. Wollt ihr lieber so standardmäßige oder ja, was heißt standardmäßig? Die sind ja relativ beliebt. So Funny Moments, so Compilations haben, Montagen, wo ich einfach zwischenzeitlich mit aufnehme. Davon könnte es dann sein, dass manche unkommentiert sind, aber wer von euch will sich eigentlich eh anhören hier, was ich für eine Scheiße laber? Abkürzung. Die Karre sieht aus wie neu. Wo ich dann einfach ein paar geile Momente, die mir dann eventuell auch in Story-Missionen oder sowas passieren, aufnehmen und dann so hochlade, weil ich hatte jetzt schon so häufig, dass ich mir gedacht habe, what the fuck, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Ne, jetzt mal ernsthaft. Das war das erste Mal in GTA 5, dass ich durch die Frontscheibe rausgeflogen bin. Krank. Ich dachte, das geht gar nicht, deswegen fahre ich immer wie so ein Behinderter überall gegen. Oh. Ach, wie gut, dass du mich so nah an dem Ding absetzt. Egal, ich habe eine J-Mission, die ich gleich machen muss. Ey, yo. Stopp. Wie geil ist das denn? Musst du kämpfen? Nee, weglaufen. Bleib zwar stehen? Bist du behindert? Dreckiger Wichser, bleib stehen. Gib mir meinen Elektroschocker. Nein. You can run, but you can't hide. Scheiße, ich kann nicht zielen. Ich mit dem Finger auf der X-Taste bleiben muss zum Sprinten. Oh. Ich krieg den noch. Da kann ich ewig vor mir weglaufen. Ja, komm schon. Das war ich nicht. Das ist von alleine umgefallen. Schlag die scheiß Scheibe ein. Ja. Du sollst einsteigen. Fuck you. A little piece of shit. Missed it. Ah. This car's gonna be parked outside your house. Der Elektroschocker ist sowieso die geilste Waffe, so. 9 Minuten 28. Endsport. Ein Abschluss machen wir noch. Wie wär's denn damit? Du bist zwar nur ein Zementmischer, solltest aber doch trotzdem explodieren, oder? Mach die Tür auf.
Incoming. Ja, so, belassen wir es einfach bei den scheiß 10 Minuten. Nichts passiert, nichts geschehen. Schlag mir was vor, soll ich mir irgendwelche kleinen Aktionen raussuchen, wie einmal ausrasten mit Trevor, und soll ich das so ein bisschen vorbereiten, dass wir quasi geplant irgendeine kleine Scheiße machen? Das heißt, soll ich mal schon mal vorab einen Helikopter klauen oder sowas, weil ich will halt nur 10 Minuten Parts maximal machen. Wie gesagt, den Multiplayer werde ich let's playen. Also soll ich vorbereitete kleine 10-Minuten-Szenen machen oder soll ich euch, wenn es geht, 5, 6, 7 Minuten Montagen von nur lustigen Stellen mit behindertem Kommentar oder sowas raushauen? Schreibt es mir bitte einfach unten in die Kommentare, dann weiß ich Bescheid. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ja, bis dahin. Achso, ich wollte nochmal meine Statistiken zeigen. Jetzt überziehe ich ja doch die 10 Minuten, meine Güte. Nein, du bist so behindert. Lang, 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 lang. Da, bitte sehr. Einmal für die, die es interessiert, vor allem, wie lange ich den Scheiß gespielt habe schon. 66%. Läuft. Ja, bis dann. Haut rein. Ich meinte eigentlich die Zuschauer.